Ja, willkommen hier zurück bei Wolfenstein, The New Colossus. Und ich muss gerade mal die Speicherfunktion ein bisschen monieren, denn ich musste die zwei Kollegen nochmal töten, obwohl ich ja eigentlich beim letzten Mal noch gespeichert hatte. Ich glaube, ich habe es nicht mehr in der Aufnahme drin, aber ich bin definitiv auf Escape und habe nochmal gespeichert. Trotzdem musste ich den Kampf nochmal machen. Also die Ingame-Speicherfunktion, ich weiß ja nicht, ob das so soll, aber ja, egal. Lassen wir das. Da oben geht's noch irgendwo hin. Ich habe ja hier die Gogo-Gadgetto-Beine. Ich glaube, das bringt mir aber hier an der Stelle nichts. Ja gut, dann machen wir die mal wieder kleiner. Ich guck mal eben, wo wir hin müssen. Das haben wir erledigt. Oh, das ist schön. Ja, da oben vielleicht. Könnte sein, dass wir da lang müssen. Also rechts lang. Ja, ich denke, das wird schon stimmen. Hier war es ja so hell und hier kamen ja auch die Hunde. Der Aufzugsschacht scheint der einzige Weg zu sein. Sehr schön. Aber erstmal wieder ein bisschen Pover. Wir haben ja einen neuen Anzug, das heißt, also einen neuen Körper. Ah, das ist auch so ein... Naja, gut. Ist schon irgendwie sehr lustig. Würde gerne mal sehen, wie das außerhalb aussieht hier. Dieser komische, dieser Anzug hier mit den Beinen. Es würde mich echt mal interessieren, wie das aussieht. Aber eine Außenansicht gibt es ja leider nicht. Okay, Aufzug aktivieren, ob das eine gute Idee ist. Kommt jetzt hoffentlich nichts von oben runtergefallen oder so. Oh, hallo. Guten Tag. Erstmal ein bisschen sneaky unterwegs sein hier. Ich weiß nicht, was hier noch auf uns wartet. So, wir brauchen ja noch die Unterlagen. Die New Orleans-Unterlagen. Ah, guck an. Ich glaube, es geht schon wieder los. Was? Okay. Alles klar. Ja gut, dann würde ich... Alter, der hat mir was? Wie viel abgezogen? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe nur noch 20 Gesundheit. Das ist ja wohl der Scherz. Ja gut, dann muss ich jetzt mal hier ein bisschen sneaky unterwegs sein. Beziehungsweise mich auch verstecken. Das ist ja dann... Ja, aber das geht ja nicht, ne? So, wie ging, noch mal mit dem, wie ging das nochmal mit dem Lehnen? Damit nicht. Konnte ich mich nochmal um die Ecke lehnen. Nein. Ach, verdammt. Ja, das kommt immer davon, wenn man sich so lange nicht spielt. Das ist immer so ein bisschen blöd. Genau, das können wir auch mal machen. Genau, erstmal umfallen. Ach, ich weiß es gar nicht. Ist egal. Macht nichts. So, wo sind denn hier die Kollegen? In der Zeit kann ich mich ja schon mal wieder ein bisschen heilen. Wenn die da so lange brauchen, ist das nicht mein Problem. Ach, hier waren wir doch schon mal, oder? Kommt mir das... Das kommt mir so bekannt vor. Ja, ja, da hinten, ich weiß. Ach, hi. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran, lassen Sie Waffen fallen. So, da hinten. So, da hat sich einer versteckt. Ich nehme an, dass da die Unterlagen drin sind oder so. Gegebenenfalls. So, da vorne ist jede Menge noch zum Mitnehmen. Ich muss mal gerade gucken. Bisschen Heilung wäre nicht schlecht, obwohl ich bin wieder auf 60. So, wunderbar, das gefällt mir. So, wo sind denn hier die ganzen Gegner? Hier schlagen zwei Generäle Alarm und keine Sau ist da. So. Ist irgendwie so ein bisschen... Was ist das denn? Kommt da irgendwas raus? Oder das Ding hängt irgendwie fest? Zuppelt da durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, lecker. Hundefutter. Mmh, da können wir noch ein paar Überladungskills mitmachen. Ah, ja. Okay. Na komm. Sollte es gewesen sein. So, auf paar 20 Meter. Das heißt, ist noch ein bisschen... Ah, dann da oben irgendwo. Okay, dann gucke ich mich erstmal hier unten gerade noch ein bisschen um. Wir haben ja Zeit. Hier liegen nämlich bestimmt noch ein paar Sachen zum Lesen. Oder vielleicht noch eine Geheimakte. Oder ein Helm. Genau, wunderbar. Ja, wo denn? Jawohl! Okay, oh, Gold. Siehst du? So, was haben wir denn da? Ach ja, der Herr Generalfeldmarschall. Okay, alles klar. So, hier ist noch eine Starkarte. Wen haben wir jetzt? Jimmy Kell, ja. Natürlich.
Wie gesagt, ich denke, das sind die Entwickler, die sich hier einfach dann verewigt haben. In so coolen 50er-Jahre-Klamotten. Oder ne, 60er sind wir ja. Wir sind ja in den 60ern. Was? Nein! Ich höre nur nein! Was? Ja. Ich glaube, die sind ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt hier draußen rumlaufe und die Gegner da hinter der Tür sind und jetzt denken, wo ist der Gegner? Wo ist der Protagonist? So. Okay, wir müssen da rein. Das hilft nichts. Wir müssen irgendwie da rein. Ich gucke mich mal gerade hier noch ein bisschen um, aber ich denke, das war's. So, da können wir doch bestimmt stabil Info oder stabil rauf aufmachen. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Oh, Waffenverbesserung. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. So, Pistolchen. Ja, Sturmgewehr. Haben wir ja schon. Maschinenpistole nehme ich eigentlich so gut wie nie. Den Schockhammer können wir noch mal vielleicht machen. Laserkraftwerk ist schon komplett. Die Handgranate ist eigentlich auch nicht schlimm. Verbrennungskit. Verbesserungskit. Warte mal. Oh, das Hammergewehr. Hatten wir das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Lasergewehr, ja. Dieselgewehr. Ah doch, das Hammergewehr hatten wir eben beim Kampf gegen die Hunde. Dieselgewehr ist das mit den Flammen und das hier ist das Lasergewehr, genau. Das, also die Dubstep-Gun sozusagen. Ja, ansonsten. Ja, was mache ich denn? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal den Schockhammer. Wir machen mal beim Schockhammer das erweiterte Magazin. So, die schweren Waffen, ja, werde ich sicherlich auch noch irgendwann verbessern, aber jetzt aktuell ist das schon okay. So, wo hatte ich denn? Ich glaube hier, ne? So, war das nicht irgendwie zum Aufmachen? Ne, anscheinend war es das nicht. Na gut, dann, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, man könnte das, weil das ein gelbes Ding ist, könnte man das irgendwie aufschießen. Dann gehen wir natürlich hier oben lang. So, ne? Wo seid denn die alle? Ach, da. Moin! So. Obwohl, die Command & Conquer-Musik irgendwie. Es gefällt mir. Oh, ja, hallo, guten Morgen. Ey, bist du mal langsam tot? Danke. Mensch, Götte. Also, diese Hunde, ganz ehrlich, die sind ja... Die sind ja einigermaßen anstrengend. Das ist voll das Horror-Game durch die Hunde. So, wie sieht's hier aus? Da gibt es auf jeden Fall stabil Knopf. Oh, lecker. Hamburger. So. Was? Reisen, Aktivität, Abenteuer. Ach so. Werden Sie Atomsoldat? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, ich möchte... Oh. Und der wird auch kein Atomsoldat mehr in diesem Leben. So, zum Lesen halten. Machen wir mal. Oh, Monument Valley. Jürgens Postkarte. Klaus! Wie lebt es sich hier in Manhattan? Hast du schon ein paar neue Arme? Spaß beiseite. Du musst in den westlichen Territorien kommen. Ich bin mir sicher, dass du hier sehr gefallen, dass es dir sehr gefallen wird. So viele Möglichkeiten, ein vollkommen neues Leben anzufangen und Caroline zu vergessen. Ich habe diese Postkarte auf dem Weg nach Los Angeles gekauft. Dort arbeite ich im Mediengebäude, wo ich die Produkte der Jimmy Carver Show beaufsichtige. Vielleicht hast du schon davon gehört. Wenn mein Transfer durchkommt, wollen Magda und ich eine Ranch kaufen. Vielleicht auch ein paar Kühe, wie in den alten Stummfilmen. Aber wir müssen erst noch Alberts Papiere aus dem Gesundheitsministerium schicken. Es dürfen nur Paare mit gesunden Babys eine Ranch kaufen. Er muss noch untersucht werden. Der Junge wächst so unglaublich schnell. Es kommt mir so vor, als sei es erst gestern gewesen, dass Magda ihm neue Sachen gekauft hat. Und nun passen sie ihm schon nicht mehr. Er ist einfach so süß. Ich vermisse dich, alter Freund. Jürgen. Ah ja. Oh, Schallplatte? Ach da. Oh, okay, beim Schaltplatte. Ich muss mal kurz. Oh, The Bunkers! Toe the Line! So, sorry. Leute, ihr wisst, was das heißt. Erstmal ein bisschen Musik. Bye.
Yeah, The Bunkers, Toe the Line. Ich habe leider nicht alles verstanden. Der Sänger hat sehr undeutlich gesungen, weil das war kaum zu verstehen. War jetzt nicht so die beste Platte, es waren schon bessere dabei. Aber hier übrigens, ihr dürft ruhig vorspulen, ne? Also wenn ich hier sowas anmache. Es gibt eine Vorspulfunktion bei YouTube, wer das nicht hören will, um Gottes Willen. Spult vor. Ja, ich will euch nicht dazu zwingen, dass ihr das anhören müsst. So, irgendwo hat hier eben noch einer geschossen. Ich weiß es doch genau. So, und war hier irgendwie schon... Ah, da. Siehst du, hab ich doch gesucht. Da habe ich doch gesagt. Mach dich bereit. Oh, was? Auch wenn wir da beobachtet. So, hier sind wir hochgekommen. Da. So, ist da unten... Da liegt... Was liegt denn da noch? Oh, warte mal, ist das noch ein Kit? Ja, warte mal, eine Kampfpistole. Oh, ist das der Bombenschuss? Das ist doch die Bombenschusswaffe, oder? Zum Lesen halten. Maschinenkommandant Klingers Notiz. Ach, der Herr Klinger. So. Sitzungsprotokoll. Operation New York. Ort Generalstab. Anwesend Klinger, Wechsler, Hermannsdorf und Meiser. Ach, der Hans. Guck an. So, der Wechsler. Wer ist denn der Wechsler? Oh, kommt immer auf RTL, ne? Der Wechsler. Entschuldigung. Oh, erstens, was ist das Ziel? Der Generalstab will New York als eine glorreiche Stadt wieder aufbauen, als Hauptstadt der Ostküste der amerikanischen Gebiete. Sie wäre der absolute Höhepunkt germanischer Technologie und Handwerkskunst. Warum nehmen die New York, warum nehmen die nicht Washington? Naja. Zweitens, das ist zu tun. Toxische Abfälle beseitigen, Entfernung der Radioaktivität aus dem Großraum New York, Beseitigung aller terroristischen Bedrohungen im Stadtgebiet, Bau neuer Gebäude aus Superbeton. Superbeton, natürlich. In der Stadt sollte das höchste Gebäude der Welt stehen. Dazu muss noch eine weitere Dart-Issue-Technologie erforscht werden. Werbung Stigma der City of a Million Ghosts entfernen. Okay, was auch immer das ist. Alle Medienkanäle positive Artikel veröffentlichen lassen. Drittens, möglicher Zeitrahmen. Frühling 1967 bis zum vollständigen Wiederaufbau. Zeitrahmen mit Chef besprechen. Für Einhaltung des Zeitplans ist die Unterstützung durch Gefangene erforderlich. Entbehrliche Arbeiter können mit dem Entfernen des toxischen Mülls beauftragt werden. Viertens, Sonstiges. Entschuldigung. Mögliche Schlagworte, die Stadt der Hoffnung oder der große Apfelstrudel. Alle lachten, als Hermannsdorf diesen Vorschlag machte. Treffen beendet, 10.30 Uhr. Gezeichnet Maschinenkommandant Lars Klinger. So, mal ganz kurz. So, heimische Hustenpause, geht ja mittlerweile alles schneller, kann ich ja direkt auf Milchmischpult stumm schalten. So, hier haben wir ein Schießgewehr, was ist da? Das kann ich mitnehmen. So, da ist noch was zum Lesen. Ach, wieder so eine E-Post. So, Leo Hummler. Ah ja, der Hummler. Sind Sie verrückt? Ich stimme zu, Hummler. Wir finden noch immer Leichen unter der Erde, die wir entsorgen müssen. Die Strahlungswerte erreichen nirgendwo das Normalniveau. Ich bin gestern durch toxischen Schlamm gewandert. Manhattan ist nicht mal im Ansatz bereit für einen Wiederaufbau. Geben Sie uns realistische Ziele, um Himmels Willen. Achterberg. Ja, das ist schon nicht ohne, ne, so eine Strahlung. Also, ich meine, die sind ja hier... Achso, warte mal. Mal gerade testen. Ach, so ein Ding ist das. Ach so, ja gut, okay. Granatenpistole. Also man kann damit Granaten verschießen. Ja, ist natürlich auch ganz nett. Mal schauen, was man da noch so verbessern kann bei dieser Waffe. Das wird dir bestimmt lustig. Ah, hey. El Kommandante. So, das war einer weniger. Ich glaube, die haben auch gar keine Verstärkung mehr, die sie rufen können. Ach, hier sind wir jetzt. So, hi, ne? So, Kampfpistole. Wo sind denn die Enigma-Codes? Da ist der zweite. So, habe ich alles mit? Ich hoffe ja. So, da haben wir auch alles. Was? Hauptinformationsbüro. Hier sind wir aber auch schon gewesen. Das heißt, wir können das uns gleich mitnehmen, was da vorne ist. Oh, hier ist noch was zum Lesen. Die neue Wahrheit. Der Bestrafer. Der Friedensbringer. Die Friedensbringerbombe. Natürlich, die Friedensbringerbombe. Berlin, 21. Juli 1961. Gestern wurde im Rahmen einer Zeremonie in Washington ein Denkmal zu Ehren des Bestrafers enthüllt, bei der General Irene Engel eine großartige im Fernsehen übertragene Rede an alle Bewohner der amerikanischen Gebiete hielt. Beim Bestrafer handelt es sich um eine Atombombe, die das aufwieglerische Manhattan zerstörte und gemäß des Plans unseren geliebten Kanzler der Welt den neuen Frieden brachte. Das war der Moment, als jeder verstand, wozu germanische Ingenieurskunst fähig ist. Es war der unwiderlegbare Beweis, dass es der Germanen Bestimmung ist, über die Erde und das Universum zu wachen.
Der einzige Weg zum Frieden führt durch den Krieg, erklärte unser geliebter Kanzler in seiner geschichtsträchtigen Rede nach der bedingungslosen Kapitulation der USA. Nun, da sich unser Blick gegen Himmel richtet, denkt daran, dass Liebe, dass Stärke Liebe ist. Ein vereintes Volk ist die stärkste Kraft, die es je gab. Mit Liebe und Stärke werden wir das Universum erobern. Aber natürlich werdet ihr das nicht. Die New Orleans unterlagen die Greyswalder. Mein Stichwort. Okay, was ist nun los? Warum? Was ist jetzt hier los? Warum ist hier Strahlung auf einmal? Ah, na riesig. Aber ich glaube, unser Anzug lässt nach, oder? Bricht jetzt hier die ganze Anlage zusammen. Oh, na riesig. Wo muss ich denn hin? Seid ihr in einem Stall aufgewachsen? Die Strahlung kommt doch rein. Achtung! Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Ich wiederhole, nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter, legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Lebt er noch, oder? Dachte, der lebt noch. So. Was hier? Atemgerät, ach so. Hui, gut, das ist schon mal super. Hier nehmen wir noch ein bisschen Rüstung mit. Blaskowitsch, ich kann dich aufsammeln. Steig irgendwo hoch und gib ein Signal. Ja, das mache ich auch gleich. Ich will mich nur ganz kurz... Achso, hier sind wir jetzt. Okay, super. Weil das sieht nämlich wieder so nach Kampf aus hier. Oh je. Ja, das schreit geradezu wieder. Ich glaube, jetzt kommt der richtige Hund. Okay. Hier kann man sich nämlich verstecken. Ich guck mal gerade. Hier kommt doch mit Sicherheit noch irgendwas. Hubschrauberlandeplatz aktivieren. Hm, okay, die ganze Arena fährt nach oben. Das ist schön. Ich höre doch schon was. Ach, guck mal. Ah, hier schon wieder. So. Ach, guck mal. Wo kommen die denn her? Was ist das für ein Geräusch? Das ist die Musik oder was? Ja, komm, die iRobot hier wieder. Ich hab genug Munition für die alle. Ach, die springen von oben runter. So, ihr lasst ja ein bisschen Rüstung fallen, ne, ihr Terminatoren. So, ja, ich würd gerne mal gegen so. Ich seh dich. Bin gleich da. Warte. Ich würd gerne mal gegen so einen großen Terminator kämpfen. Diese unauffälligen Hubschrauber einfach. So, wo darf ich denn einsteigen? Ah, hier. Wir sind ein gutes Team. Du und ich. Ach, scheiße. Huch, da war ich gerade gar nicht drauf vorbereitet. Ich hatte kurz was getrunken. Hey, nix Blechle, was denn hier los? Hey, alles klar. Meine Birne dröhnt. Komm, hilf mir hoch. Okay. Geht's wieder? Ja, wird schon. Muss mich nur ausruhen. Okay. Hey, Seth. Schauen Sie mal. Ich habe hier ein paar frische Regime-Kampfroboter für Sie. Prima Gelegenheit für echt wichtige Wissenschaft und Forschung und so weiter. Hey! Hä? Oh, Shoshana, schau mal, wer hier ist. Therese Blaskowitsch. Was haben Sie mit mir gemacht, Junge? Was haben Sie? Ich bin so in dieses Artefakt vertieft, auf das Sie mich aufmerksam gemacht haben. Vertieft und wütend.
Kandidat Jechut-Ingenieure nannten es den Gottesschlüssel. Ein Begriff, den nur ein totaler Vollidiot ohne nachzudenken akzeptieren würde. Erstmal ist es gar kein Schlüssel. Also ich sehe hier keinen Schlüssel. Aber viel wichtiger, ich kann den eigentlichen Zweck überhaupt nicht entschlüsseln. Das macht mich rasend. In Ordnung. So, gib Grace die New Orleans-Unterlagen und ja, ist doch offensichtlich, das Ding kommt irgendwo rein, wird rumgedreht und dann haben wir den Schlüssel. Das ganze Ding ist ein Schlüssel, hundertprozentig, das sieht ja schon so aus. So, ich muss aber leider die Folge beenden. Die Unterlagen geben wir dann Grace in der nächsten Folge von Wolfenstein, The New Colossus. Bis dann.